Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Aufgebraucht-Video von mir. Hier ist schon meine Tasche, voll mit tollen Sachen, die mich jetzt im Badezimmer nicht mehr glücklich machen. So, fangen wir doch sofort mal an. Haben wir von Elkos 120 Duo-Wattepads. Ja, eben, die gibt es bei Edeka. Ich finde sie am Rand, außen sind sie ein bisschen hart irgendwie. Sie haben ein bisschen gekratzt, fand ich. Also ich habe die sonst auch normalerweise nicht, aber ja. Habt ihr halt mal mitgenommen, weil es gerade am nächsten war. Dann habe ich mit, habe ich leer gemacht. Von Balea Body, das Rasiergel für empfindliche Haut. Green Lemon mit Aloe Vera und Papaya-Extrakt. Ja, das stand schon sehr lange in meinem Schrank. Nicht, weil es nicht gut ist oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach so viele ausprobiert habe und so viele angefangen habe, dass es einfach dann irgendwann immer weiter nach hinten gerutscht ist und ja, jetzt habe ich es halt wieder mal hinten vorgeholt. Und muss jetzt erstmal meine ganzen angebrochenen Duschgele, Rasiergele leer machen. Das ist jetzt das erste davon. Dann auch nochmal endlich leer, muss ich schon sagen, das Phytum Aktiv Aufbaupflege Shampoo. Für seidig glänzendes Haar, das ist von Yves Rocher. Ja, das ist auch schon etwas länger zu Gast bei mir im Badezimmerschrank. Und eben, ich habe schon länger angebrochen, habe es jetzt dann endlich mal leer gemacht, aber es hat meine Haare irgendwie nicht besonders gut gepflegt. Also ich war jedenfalls nicht zufrieden mit dem Ergebnis, werde ich mir auch nicht nachkaufen. Dann haben wir von Alverde den Zwei-Phasen-Make-Up-Entferner mit pflegenden Öl. Ja, also ich mag Alverde im Allgemeinen wirklich sehr gerne. Aber der hat, dieser Augen-Make-Up-Entferner oder Make-Up-Entferner hat einfach nicht so gut gerochen, fand ich. Also vielleicht auch das Problem, dass ich ihn wieder ein bisschen zu lange habe rumstehen lassen. Ich habe ihn jedenfalls am Ende wirklich auch nicht mehr für die Augen genommen, weil es einfach... Nee, ich habe noch das Gesicht zwar noch fürs Gesicht habe ich ihn noch benutzt, aber ja, den gibt es auf jeden Fall noch, das weiß ich. Aber im Moment habe ich jetzt einen anderen und ja, mal schauen, ob ich mir den irgendwann nachkaufen werde, weil eigentlich mag ich Naturkosmetik ja sehr gerne und ja, mal probieren. Also sauber gemacht hat er auf alle Fälle trotzdem. Dann habe ich leer gemacht. Dusch das Shower Feeling Deo 24 Stunden aktiv. Ja, also das mag ich total gerne. Der Duft war super frisch, wirklich. Man hat sich wirklich super frisch gefühlt die ganze Zeit. Und werde ich mir auch mal irgendwo wieder nachkaufen. Habe aber noch einige andere Deos, die ich erstmal noch leer machen muss, weil da ist genau dasselbe wie mit den Rasiergelen. Ich fange halt gern 5 verschiedene gleichzeitig an und ja, jetzt muss ich mal die Reste erst verarbeiten. Deswegen braucht ihr euch auch nicht zu wundern, wenn manche Sachen doppelt und dreifach hier drin sind in meiner Tüte. Einmal habe ich leer gemacht meine Bio2 Kontaktlinsenlösung. Ja, das war jetzt nur so eine kleine Größe. Ja, was soll ich dazu sagen? Für alle die, die Kontaktlinsen haben. Es hilft, es ist gut. Kann mich jetzt nicht beklagen. Es war jetzt so eine kleine Flasche, die habe ich ganz am Anfang bekommen. Ich habe die Kontaktlinsen noch nicht so lange. Habe gedacht, ich könnte das nachfüllen für unterwegs, aber es geht nicht. Ich kann diesen Deckel einfach nicht abschrauben. Also geht nicht. Dann muss ich halt immer die große Flasche mitnehmen, wenn mal was ist. Dann habe ich auch endlich aufgebraucht. Alverde Duschpeeling mit Kokosraspeln und Lotusblüte. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Wenn ja, dann kaufe ich es mir auch nicht mehr nach, weil ich finde es mit den Kokosraspeln irgendwie nicht so toll. Der Duft war auch nicht so überragend gut, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal haben müsste, finde ich. Ja, also ich bin froh, dass ich es jetzt leer gemacht habe. Wie gesagt, eigentlich mag ich Alverde sehr gerne. Ja, aber
Nee, ich denke, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ich schaue, wenn ich wieder mein Duschspiegel brauche, was es dann für Sorten noch gibt von Alverde. Aber diese werde ich auf jeden Fall nicht mehr nehmen, falls sie überhaupt noch im Handel erhältlich ist. Dann habe ich noch mal ein Deo aufgebraucht, und zwar wieder von Yves Rocher. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jardin du Mont, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist bestimmt falsch, aber egal. Mit Lavendel. Das ist wirklich toll. Also, es hat mir super geholfen. Es hat den ganzen Tag gehalten. Der Lavendelduft ist nicht so extrem aufdringlich. Ich finde ihn richtig angenehm. Und ja, also, ich muss sagen, auch das würde ich mir wieder mal nachkaufen, wenn ich meinen Vorrat mal leer gemacht habe. Dann habe ich nicht aufgebraucht, aber sortiere ich es jetzt trotzdem aus. Alverde Repair Haarspitzenfluid, Traube und Avocado. Davon habe ich auch eine Haarkur. Nein, eine Spülung. Die ist super, die riecht richtig gut und alles. Das hier hat auch mal gut gerochen. Leider ist es schon zu lange offen und abgelaufen ist es auch. Ja, ich muss es einfach wegschmeißen, weil es nicht mehr gut ist. Ich habe es nicht so häufig benutzt. Ich kann also nicht mal sagen, ob es ein gutes Produkt ist oder nicht. Ich habe es bloß wieder mal gekauft, aufgemacht und dann ist es halt kaputt gegangen. Dann habe ich meine Calendula Zahncreme von von Weleda leer gemacht. Ja, sie ist halt ziemlich mild und ist ohne Menthol. Also auch wenn man Schüsslersalze oder homöopathische Medikamente halt gerade nimmt, dann soll man ja kein Menthol nehmen. Und dann ist diese Zahnpasta eigentlich ganz gut. Und zu der Zeit, wo ich sie mir gekauft habe, habe ich auch gerade sowas genommen. Jetzt nicht mehr, aber ja. Eben, sie schmeckt halt viel milder, irgendwie nicht so frisch wie eine normale Zahnpasta, sage ich jetzt. Aber sie hat durchaus ihren Zweck erfüllt und ist auch zwischendrin mal angenehm, finde ich, so eine milde Zahnpasta zu verwenden. Dann habe ich, als ich mir die Haare gefärbt habe, noch diesen Conditioner leer gemacht. Hat mir für zweimal gereicht, wenn meine Haare eben nicht so lang sind. Und man muss es ja auch nicht immer übertreiben mit der Menge, finde ich. Und ja, ich mag den total gerne. Würde ich jetzt nicht so einzeln kaufen, kann man ja auch inzwischen. Aber ich liebe einfach das Gefühl, wie er die Haare macht. Nach dem Färben ist es einfach das perfekte Mittel danach, nach dem Haarefärben und auch noch eine Haarwäsche danach oder nächstes Mal halt. Also ich mag es wirklich sehr gern, aber ich würde es mir jetzt so nicht kaufen. Dann mache ich lieber dieses nur drauf, wenn ich halt gerade die Haare gefärbt habe. Und dann haben wir noch ein Deo, das ich leer gemacht habe. Also schon die Nummer 3 von meiner großen Deo-Sammlung. Auch von Alverde, das war gut. Sensitive Dry Deo Balsam. Das ist sehr angenehm. Ist ein ganz milder, dezenter Duft. Und hat gut gehalten. Also kann ich gar nichts sagen. Werde ich mir auch wieder mal nachkaufen. Wie gesagt, bei meinen 3 Deos, die ich jetzt leer gemacht habe, bin ich mit allen dreien wirklich zufrieden. Und dann habe ich noch von Freeman Barefoot Foot Scrub leer gemacht. Und zwar war das mit Peppermint and Plum Duft. Wirklich sehr gut gerochen, hat toll, sogar toll ausgesehen, weil sie war lila und ich mag lila. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Die habe ich auch schon etwas länger auch auf dem Badewannenrand stehen gehabt. Ja, jetzt habe ich sie leer. Das ist auch nicht so besonders groß gewesen, die Tube. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet hat, aber ich fand es echt super. Also, falls es sie noch irgendwo geben sollte oder falls jemand von euch weiß, wo man die bekommt, die würde ich mir gerne wieder kaufen. Ich bin also für Tipps dankbar. Dann habe ich einmal von eine Feuchtigkeitsmaske leer gemacht, also auch so eine, wo man nachher nur einfach mit dem Tuch abnehmen muss. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem die war. Ich weiß nur, dass ich es nicht so übertrieben toll fand. Also, ich probiere noch mehr Masken durch. Ich habe auch noch jede Menge, die ich machen muss oder kann. Und ja, also die werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Dann habe ich mir noch ein Sprudelbad genehmigt. Vanille Bergamotte von Dresdner Essenz, das war also echt super.
Ich liebe einfach Vanille in jeder Variante, in jeder Art. Vanille kann für mich fast gar nicht genug Vanille geben. Und ja, war schön angenehm. Hat natürlich nicht so extrem gesprudelt, wie man es gerne hätte. Aber ja, also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, diese Sprudeltablette. Und ja, also ich finde es super und hat wirklich gut geduftet. Und dann habe ich noch ein kleines Pröbchen leer gemacht, und zwar von Aven. Gott, was ist das? Serum, oh meine Güte, also so ein Feuchtigkeitsserum halt. Ich bin immer erstaunt, wie, das ist so eine kleiner Pumpspender gewesen. Ich bin immer erstaunt, wie oft man sich mit so einer kleinen Probe eincremen kann. Also gerade wenn man es eben fürs Gesicht ist es ja gedacht, und wenn man, es sind 5 Milliliter drin. Die hat wirklich, ich glaube, die hat über eine Woche sogar gereicht, wenn ich mich morgens und abends damit eingecremt habe. Es war wirklich sehr ergiebig und ich fand es nicht schlecht, aber die Wirkung war mir vielleicht doch noch ein bisschen zu schwach. Aber ich denke, im Sommer ist es wirklich angenehm, weil es eben auch keinen so einen fettigen Film hinterlässt. Upsala, naja. Und aussortiert, weil einfach jetzt wirklich ausgetrocknet und viel zu lange offen. Ups, so rum gehört's. Manhattan No End Intense Black Mascara. Ja. Wie gesagt, ausgetrocknet. Ich habe noch so viele andere schwarze Mascaras, dass ich einfach jetzt mal eine rauswerfen musste. Und das ist jetzt halt die. Und ja, war gut. Und wenn ich jemals meine Sammlung wieder abgebaut haben sollte mit Mascaras, dann werde ich mir vielleicht auch die mal wieder kaufen. Ja, das ist Feola. Ich weiß nicht, von wem Feola nochmal ist, ob die im Schlecker war oder wo auch immer. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das ist das obere Teil von dieser Maske, die ich nicht unbedingt nochmal kaufen würde. Und dann haben wir noch von Sebamed Body Milk in 15 Milliliter Größe. Ja, gut, von der Wirkung angenehm war es, super. Also einigermaßen schnell eingezogen. Und ich bin auch wieder sehr erstaunt darüber, dass diese 15 Milliliter mir tatsächlich für 1,5 Mal den Körper eincremen gereicht haben. Und ich kann es nicht behaupten, dass mein Körper super schlank ist. Also ich sage, ja, es ist ergiebig gewesen, auf jeden Fall. Aber auch, weil ich noch so viel Bodylotions habe, die ich schon mal echt benutzen müsste, werde ich auch die mir jetzt im Moment nicht nachkaufen. Und dann, was ich jetzt auch aussortiere, einfach weil ich es nicht vertragen habe, Clearasil Ultra Aktiv Waschgel. Ich bin jetzt nicht, eigentlich auch nicht mehr in dem Alter für Clearasil, ja. Aber ich sag mal, nee, also meine Haut, es hat 1,5 Wochen eigentlich super ausgesehen mit meiner Haut. Ich habe das Ding morgens und abends benutzt. Und ja, danach ist plötzlich meine Haut extrem trocken geworden und dann habe ich aufgehört mit dem Clearasil und es wurde auch wieder besser. Und deswegen sage ich einfach, es ist jetzt weg. Also es ist noch, ich würde mal sagen, über halb voll. Ja, halb voll. Aber ich kann es nicht mehr nehmen und das mache ich einfach weg. Und dann haben wir noch ein Parfümpröbchen, da muss ich leider dazu sagen. Am Anfang habe ich, das ist Yop Le Bain, oder wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es nicht. Sieht man das? Ne, fast nicht. Naja, gut, ihr werdet sehen. Ah doch, jetzt sieht man es. Ja, also am Anfang habe ich gedacht, es ist viel zu süß, aber nachdem ich es dann mal auf der Haut hatte und mal eine Weile getragen habe, war es wirklich toll. Und ich überlege, ob ich mir das irgendwann vielleicht mal zulegen soll. Also es ist wirklich gar nicht mal so übel gewesen. Und dann habe ich noch von Rival de Loup Pure Skin porenverfeinernde Clear Up Strips genommen mit Teebaumöl. Einmal. Ja, kann sagen. Super. Ich habe auch vor vielen Jahren allerdings schon die von Nivea mal probiert und ich fand die Wirkung von denen hier, von Rival de Loup, doch ein bisschen besser. Also kann jetzt nichts Schlechtes darüber sagen.
Werde ich auf jeden Fall noch eine Weile weiter testen. Und ja, also mit dem einen, den ich jetzt mal probiert habe, bin ich schon mal super zufrieden. Und das allerletzte, was wir jetzt noch haben, ist von Gool. Ein Pröbchen Shampoo-Konzentrat Wildrose. Ja, ist halt ein Shampoo. Shampoo kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Ist ja nur einmal gewesen. Aber ja, Gool finde ich eigentlich sonst gar nicht mehr so schlecht. Und ja, ich freue mich über jedes Pröbchen. Das kann man mal was testen. Und ja, das war es jedenfalls jetzt schon von mir und meinem doch etwas länger gewordenen Aufgebraucht-Video. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen verquatscht habe. Ich bin halt noch nicht so lange dabei. Aber ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr findet vielleicht den Abo-Button extra für mich. Und ja, freue mich auf eure Statements oder was kennt ihr von diesen Produkten? Wie findet ihr die? Ich freue mich riesig auf eure Antworten. Danke fürs Zuschauen. Ciao.